Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge, Kalenderwoche 29. Ist im vollen Gange. Wir sind unterwegs mit Lucky Strike Germany vom Clan Meto. Okay. Im AMX 1375 Aufklärer Frankreich, Stufe 7. In einem Stufe 7 Gefecht mit 6er und 5er Unterstützung. Wir sind auf Küste unterwegs im Gegnerteam IS Tiger P. KV 85, zweimal T34-85M und ein Type 64. So erstmal grob dazu, was da rum oxidiert. Wir haben drauf eine 75mm Kanone, sagt der Name schon. 144 Durchschlag, 135 Schaden pro Schuss. Autoloader-System, 4 Schuss im Magazin. Ein Premium-Munitionchen haben wir auch dabei. 202 Durchschlag bei 135 Schaden werden wir wahrscheinlich heute eher nicht brauchen. Denn der einzige Panzer, wo er das wirklich braucht, ist der IS. Ich glaube nicht, dass wir den hier drüben sehen. Der wird auf die Heavyline fahren. Hinten über diesen Bereich nach unten. Ansonsten sehen wir hier in erster Linie Mediums, denke ich mal. Also T34-85M. Vermutlich sogar beide. So. Im Gegenteam eine Arti, zwei TDs. Ideale Aufstellung für ein dynamisches Spiel. Wir fahren rückwärts zum Scouten ran. Macht auf jeden Fall Sinn. Da haben wir T34-85M aufgeklärt. Kannst mir einen raushauen, ja. Der liebe Lucky Strike fährt den AMX mit verbesserten Rationen. Das bedeutet, es gibt Kaffee und Baguette. Franzosen arbeiten dann 10% schneller, was Einzielen angeht, was Nachladen angeht. Zumindest für den Clip, nicht für die Schüsse dazwischen. Das ist ein Autoloader-System. Und da gibt es das nicht. Es wird deutlich besser aufgeklärt, es wird schneller repariert. Es wird schneller eingezielt und so weiter. Jawohl, er haut nicht immer gleich das komplette Magazin raus. Dazu neigen viele, ich manchmal sogar auch, das heißt sogar, ich manchmal leider auch. Und hier wirklich ideal gefahren, kurz raus, eine Patrone entfernen, die nächste hinterher und eventuell dann wieder zurückziehen. Ja, da bleibt ein bisschen was hängen, ne? T34-85 ist nicht ohne. Okay, da kommen wir durch. Und der Schuss ging wieder drüber vom Gegner. Zu 5 steht, sieht nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Auf der Heavy Line haben wir komplett verloren. Noch einen raus, einen noch. Verdammt, hey, 15 lassen wir übrig. Hätten wir eigentlich den Heilroll verdient gehabt. 2:8. Okay. Aber jetzt müssen wir uns schon mächtig strecken, wenn wir das Ding noch umbiegen wollen. Sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Jawohl, eins. Kill Nummer 1 für uns. Jawohl, KV1 kriegt sich da, holt sich da die erste und gleich die zweite Schelle ab. Ist komplett darauf fixiert, den 5916 zu jagen. Am Ende holt sich der Type 64. Was steht da hinten rum? Das ist ja unglaublich, ey. Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, wie sie mit dem Light zu fahren haben. Nicht ganz hinten an der Karte stehen. Am anderen Ende an der Karte stehen ist viel besser. Inzwischen steht es auf 5:9. Das sieht's. Zumindest hat man ein bisschen Licht. Aber ja, das Team macht, was es will. Und eigentlich nicht so richtig. Jawohl, das U100 wird da vom UI rausgeknöpft. Mit einem Schuss. 580 Schaden. Das ist echt übel. Zack. Und noch ein hinterher. Jawohl, sehr schön. So, 3 Schuss haben wir noch. Wir müssen auf Premium-Munition wechseln. Ansonsten kriegen wir den Clip nicht voll. Und das bedeutet auch, selbst wenn der Gegner sich jetzt hier komplett dämlich anstellt und dich ja, nicht unter Feuer nehmen kann, reicht die Munition nicht aus, um hier alle auszuschalten.
Tiger P hat noch 472 HP. Das heißt, es sind mindestens 3 Schuss. Der tat weh. Jawohl. Dreimal Premium verschossen. Für einen Panzer, der, ja, wo man eigentlich mit der Steinschleuder rausfliegen kann. Schade. 9:12. Vielleicht hat die Arti noch ein bisschen Lust und Laune, da auf Tiger P, Churchill 1, IS und KV. Auf Gottes Willen, Alter. Ja, genau, den hast du hier einfangen müssen. Und noch einen hinterher. Abgeprallt, verdammte Axt, hey. Da haben wir schon 4 Premium-Wumpel drin. Und dann geht einer auch noch in die Binsen. Verdammte Scheiße, hätte ich beinahe gesagt. Wo ist er denn? Da ist er. Die sind nicht aufgegangen dabei. Den müssen wir von hinten knacken auf jeden Fall. Er nimmt uns zwar nur 240 Schaden ab mit seiner 8-8er. Aber wenn wir darauf verzichten können. Sehr schön. Die Grille nimmt solche TKP nochmal vor. Ja, uns geht gleich die Munition aus. Das ist ein Problem. Gut gefahren bisher. 3 Schuss haben wir noch, dann ist das Gefecht zumindest für uns erstmal beendet. Da können wir vielleicht noch ein bisschen aufklären und das war's. KV-85 schenkt sich oder lässt sich eine einschenken von der Artillerie, die ist dafür raus. Schade. 3 Schüsse noch, 3 Kills haben wir gemacht, 2382 Schaden. Es ist halt kein Kampfpanzer. Da ist man echt auf die Unterstützung des eigenen Teams angewiesen. Und ich gehe nicht davon aus, dass du den ganzen Panzer hier auf die restliche Zeit davonfahren kannst. Da ist noch einfach zu viel Zeit übrig. Ich gehe davon aus, dass du 3 Schüsse noch anbringen kannst. Aber du bist One-Shot für jeden. Das ist, ja, eine Tatsache. So, auf wen wir mal treffen? Ich tippe auf den Type 64. Eigene Basis wird eingenommen. Nee, das Ding. Das wird KV-85 sein vielleicht. Die wollen nicht durch Cap gewinnen, wie es aussieht. Da ist die Artillerie, hallo. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Treffer Nummer 3. Thema durch. Jetzt warten wir auf unseren Tod. Vielleicht können wir noch einen rammen. Das wäre geil. Mit 32 HP. Da kriegen wir einen Churchill 1 auf jeden Fall zu Brei. Das wird nix. Schade. Schade, dass da die Munition ausgegangen ist. Hat mich echt interessiert, was der jetzt gedacht hat im Type 64. Warum bleibt er stehen? Aber was willst du machen? Wegfahren ist zu anstrengend. Vor allen Dingen hättest du das nicht geschafft. Der Type 64 fährt 72 Spitze. Hast keine Chance. So, AMX 13. So hat ausgesehen. Ich denke mal aber eher, dass es der AMX 1390 ist. Von der Kanone her sieht er eher danach aus. Schauen wir uns die Auswertung an. Leider verloren. Patch of Duty. High Kaliber. Hier ein bisschen Gezuppel und natürlich ein M. Wir sind 902 HP trotz Niederlage. Das ist richtig, richtig guter Wert. 2954 Schaden. Ja, im Gegnerteam noch 3 Fahrzeuge. 4 Fahrzeuge am Leben. Den Rest hast du ordentlich Beine gemacht. 36 Schüsse abgefeuert. Mehr gibt es halt nicht. 31 haben getroffen, 24 durchschlagen. Wir haben über 300 Meter, haben wir 1069 Schaden gemacht. Am Ende zahlen wir drauf 32.000. Sind wir da in dem miesen trotz Premium-Konto. Ohne Premium wären es 51.000 gewesen. Und ja, allein für Munition 57.000, mehr als wir einnehmen. Ja.
Trotzdem eine richtig gute Runde, trotz Niederlage, ist egal. Falls es euch genauso gefallen hat, Leute, wie immer, fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.